Licht ist Energie. Licht kann Licht steuern. Licht wird zu Code, Sprache, Information. Und mit jedem Schritt auf dem Weg dahin tauchen wir tiefer ein in die Interaktion von Licht und Materie, die Quantenoptik und die nichtlineare Photonik. Wir wollen die Eigenschaften von Licht verstehen und insbesondere, wie man Licht mit Licht verändern kann. Hier forschen Experten an der Entwicklung von optischen Bauelementen. Und dies tun wir von den theoretischen Grundlagen bis hin über die Entwicklung von Nanomaterialien und zum Schluss noch die Entwicklung von funktionalen Strukturen. Man kann sich das so vorstellen, dass wir was Ähnliches wie ein Computerchip entwickeln, nur dass dieser nur mit Licht funktioniert. Photonen gezielt zu erzeugen, sie mit anderen Photonen zu manipulieren, das geschieht in Strukturen weit jenseits des Sichtbaren. Die theoretischen Physiker des Sonderforschungsbereiches erarbeiten die Grundlagen für die Versuche im Labor. Wir Theoretiker entwickeln ideale Modelle zur Beschreibung photonischer Materialien und Strukturen. Und darüber können wir zum Beispiel verstehen, wie müsste ein System beschaffen sein, damit wir einzelne Lichtteilchen mit definierten Eigenschaften erzeugen können. Oder wie müsste ein Material strukturiert sein, damit wir darin Licht mit Licht effizient steuern können. Und dafür brauchen wir nichtlineare photonische Effekte, weil nur darüber Licht mit Licht direkt in Wechselwirkung treten kann. Unsere Modelle setzen wir auf Höchstleistungscomputersystemen um und damit können wir Vorhersagen machen für realistische Strukturen. Und die nächste Herausforderung besteht dann darin, dass wir die idealen Materialien oder idealen Nanostrukturen im Labor auch wirklich herstellen. Hier entstehen neuartige Strukturen, die so etwas wie künstliche Atome enthalten. Das sind Halbleiter-Nanostrukturen, die aus mehreren tausend realen Atomen bestehen. Spektroskopisch verhalten sich diese Objekte aber wie ein einzelnes Atom in einem Festkörper. Diese künstlichen Atome, auch Quantenpunkte genannt, sind faszinierende Objekte. Zum Beispiel kann man damit Photonen mit besonderen Eigenschaften erzeugen. Die Ergebnisse der experimentellen Materialherstellung sind mit bloßem Auge und auch einem Mikroskop nicht vollständig zu beurteilen. Ihre wahren Eigenschaften zeigen sie nur im richtigen Licht. Diese spezielle Art der nichtlinearen Spektroskopie leisten die Projektpartner der TU Dortmund. In Dortmund untersuchen wir die Proben, die in Paderborn maßgeschneidert für unsere gemeinsamen physikalischen Zielsetzungen hergestellt werden. Dazu setzen wir laserspektroskopische Verfahren ein, die sind komplementär zu dem, was in Paderborn aufgebaut ist. Und deshalb ergänzen wir uns so gut. Das machen wir mit maßgeschneidertem Licht. Das geben wir auf unsere Probe, um damit die Eigenschaften der Probe zu erkunden. Um das herauszubekommen, schauen wir uns dann auch an, welches Licht aus der Probe wieder herauskommt. Und in der Regel finden wir schon unsere Erwartungen bestätigt, aber am spannendsten finde ich eigentlich immer die Experimente, wo wir genau das Gegenteil finden und das dann verstehen müssen. Dazu ist es dann ganz wichtig, dass die Probenherstellung, die Spektroskopie und die Modellbildung ineinandergreifen wie Zahnräder. In Paderborn bekommt das Material dann Struktur. Wenn das Material unseren Erwartungen entspricht, dann stellen wir daraus Nanostrukturen her, die zu einer Verstärkung der Licht-Materie-Wechselwirkung führen. Diese Nanostrukturen, die werden mit Verfahren gemacht, die auch in der Halbleiterindustrie zur Herstellung von Computerchips angewendet werden. Diese Strukturen kann man natürlich nicht mit dem Auge sehen, dafür braucht man spezielle Geräte, wie zum Beispiel ein Rasterelektronenmikroskop. Ob ein Lichtchip das Licht so schaltet, wie erwartet, wird mit speziellen Experimenten in Paderborn geklärt. Definierte Lichtquellen erzeugen in diesem Chip Photonen, die wiederum mit anderen Photonen wechselwirken und deren Weg beeinflussen. Wir können ganz einfach Photonen und ihre Interaktionen mit großer Genauigkeit und Reproduzierbarkeit manipulieren. Zum Beispiel in einem nichtlinearen Quanteninterferometer, das uns erlaubt, die klassischen Grenzen der Auflösung zu überwinden und genaueste Messungen zu machen. Das ist der Schlüssel zu quantenoptischer Datenverarbeitung. Integrierte Versionen dieser Interferometer sind die Basis für zukünftige quantenoptische Computerchips. Ein Photon, winzig wie ein Glühwürmchen im Universum, schaltet andere Photonen und verändert die Welt. Wenn unsere Systeme in der Praxis angekommen sind,
revolutionieren sie die Kommunikation und die Informationsverarbeitung. Dann sind wir im Jahrhundert des Photons angekommen.